Bezieherkurven, zwei Kurvensegmente, Kapitel 2. In diesem Video zeichnen Sie einen Kurvenzug aus zwei Kurvensegmenten und gestalten den Übergang zwischen den Kurvensegmenten. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Drawzeichnung. Erzeugen mit der Maus. Schalten Sie den Punktmodus ein. Fangen Sie dann wie im ersten Kapitel an, klicken Sie auf das Symbol Kurve. Setzen Sie den Mauszeiger auf den Arbeitsbereich und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste nach rechts unten. Dann lassen Sie die Maustaste los. Dort haben Sie einen Steuerpunkt erzeugt. Bewegen Sie die Maus nach rechts oben. Die Kurve folgt dem Mauszeiger, das kennen Sie schon. Nun beenden Sie das Zeichnen nicht mit einem Doppelklick, sondern klicken Sie nur einmal und halten die Maustaste gedrückt. Das erzeugt einen Ankerpunkt. Ziehen Sie dann die Maus mit weiterhin gedrückter Maustaste nach rechts unten. Lassen Sie die Maustaste dann los. An dieser Position wird ein Steuerpunkt erzeugt und das erste Segment ist fertig. Bewegen Sie die Maus dann nach rechts oben. Etwas überraschend springt die Kurve nach oben. Das liegt daran, dass nicht nur ein Steuerpunkt für das erste Segment erzeugt wurde, sondern automatisch auch ein Steuerpunkt für das zweite Segment. Auch nun folgt die Kurve der Maus. Beenden Sie das Zeichnen mit Doppelklick, was gleichzeitig den abschließenden Ankerpunkt und einen darauf liegenden Steuerpunkt erzeugt. Symmetrischer Übergang. Bei eingeschaltetem Punktmodus sehen Sie nun eine Kurve mit drei Ankerpunkten. Klicken Sie auf den mittleren Ankerpunkt. Weil er nun markiert ist, werden seine Steuerpunkte und ihre Hilfslinien sichtbar. Bewegen Sie einen Steuerpunkt hin und her. Beobachten Sie, dass sich der gegenüberliegende Steuerpunkt so mitbewegt, dass beide Hilfslinien stets zusammen eine gerade Linie bilden. Mehr noch, ziehen Sie einen Steuerpunkt vom Ankerpunkt weg oder bewegen Sie ihn zum Ankerpunkt hin. Beobachten Sie, dass der gegenüberliegende Steuerpunkt sich in gleicher Weise bewegt. Die beiden Steuerpunkte sind miteinander so gekoppelt, dass ihre Positionen punktsymmetrisch zum Ankerpunkt sind. Man sagt, dass dieser Ankerpunkt einen symmetrischen Übergang besitzt. Wegen dieser Eigenschaft waren vorhin beim Zeichnen auch keine weiteren Benutzeraktionen nötig, um den Steuerpunkt zu erzeugen. Symbolleiste, Punkte bearbeiten. In welcher Weise ein Kurvensegment ins nächste übergeht, lässt sich nachträglich ändern. Dazu benötigen Sie die Symbolleiste Punkte bearbeiten. Wenn Sie in den Punktmodus geschaltet haben, sollte diese Symbolleiste automatisch erscheinen, sobald eine Bezieherkurve ausgewählt ist. Wenn dies bei Ihnen nicht der Fall ist, schauen Sie zuerst, ob sich diese Leiste am rechten Rand, neben der Standardleiste verbirgt. Verbreitern Sie in diesem Fall das Programmfenster oder ziehen Sie die Symbolleiste an dem Griff an eine andere Stelle. Wenn die Symbolleiste gar nicht vorhanden ist, schalten Sie die Leiste über das Menü Ansicht Symbolleisten Punkte bearbeiten ein. Es ist eine kontextgebundene Leiste. Sie wird nur angezeigt, wenn ein Objekt aktiv ist, das man mit Hilfe dieser Leiste bearbeiten kann. Wenn Sie beispielsweise das Symbol Smiley markiert haben, erscheint die Leiste trotz Punktmodus nicht. Übergänge in der Symbolleiste. Neben anderen Einstellungen enthält die Symbolleiste Punkte bearbeiten einen Abschnitt für die Übergänge. Für die nächsten Aktionen klicken Sie, falls noch nicht geschehen, auf den mittleren Ankerpunkt, sodass er markiert ist und die Hilfslinien sichtbar sind. Nun sollte in der Symbolleiste das Symbol symmetrischer Übergang aktiv sein. Links davon liegt das Symbol glatter Übergang und daneben das Symbol Eckpunkt setzen. Glatter Übergang. Klicken Sie auf das Symbol glatter Übergang. Die Reaktion der Symbole kann je nach PC merkbar verzögern. LibreOffice setzt die Kurve anscheinend auf einen berechneten Standardwert. Bewegen Sie weder einen der Steuerpunkte hin und her.
Auch jetzt passt der gekoppelte Steuerpunkt seine Richtung an. Aber wenn Sie den Abstand zum Ankerpunkt ändern, folgt der gekoppelte Steuerpunkt nicht mehr. Die Kopplung ist also schwächer, nur noch die Richtung ist gekoppelt, aber nicht mehr die Geschwindigkeit. Sie können auf einer Seite durch den Steuerpunkt den Bogen der Kurve weit herausziehen, ohne dass sich die gegenüberliegende Seite ändert. Weil aber immer noch die gleiche Richtung vorliegt, bildet die Verbindungslinie der Steuerpunkte weiterhin eine Tangente an die Kurve. Eckpunkt. Klicken Sie nun auf das Symbol Eckpunkt setzen und bewegen dann die Steuerpunkte. Beobachten Sie, dass sich nun die beiden Steuerpunkte völlig unabhängig voneinander bewegen lassen. Positionieren Sie die Steuerpunkte nun so, dass Ihre Hilfslinien einen kleinen Winkel bilden. Die beiden Kurvensegmente laufen nun im Ankerpunkt spitz zusammen. Diese Übergangsart wird daher auch Spitzerübergang genannt. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter